Auf der Kinderstation betreut Dr. Magda Kauderbach eine 13-Jährige, die sich bei einem Fahrradunfall das Wadenbein gebrochen hat. Eigentlich konnte die Schülerin bald entlassen werden, doch die pubertierende Patientin hat offenbar andere Pläne. Was machen Sie denn bei meiner Tochter? Was war das denn jetzt? Wer war die Frau? Ich hab sie aber vorher nicht gesehen. Was war das denn? Wie? Was wollte die Dame denn? Hallo? Ja, die hat sich einfach mit dem Zimmer geirrt. Okay, dann war sie voll wütend und ist rausgestürmt. Keine Ahnung, was mit der ist. Warst du frech zu ihr? Nein, ich doch nicht. Okay. Ich war aber gerade nicht begeistert. Nee, das war ein bisschen seltsam. Ja, aber gut. Es hat mich schon gewundert, dass aus dem Zimmer von Paola eine fremde Frau rauskam. Die hat dann auch geschimpft, hat mehr oder weniger schon fast geflucht. Sie hätte gar keine Falten. Also es hat uns sehr gewundert, wie sie darauf kam und wieso sie in Paolas Zimmer war. Ja, na gut. Ich wollte jetzt ja mal mit den Röntgenbildern kurz berichten. Also nach Rücksprache mit dem Chirurgen. Hier sieht man ja noch mal ganz schön hier noch mal den Wadenbeinbruch hier, aber nicht verschoben. Also er sagt auch, das muss nicht operiert werden. Sie ist ja noch jung im Wachstum, da wird das alles gut zusammenwachsen. Wachstumsfuge ist ja zum Glück nicht mit betroffen. Ne? Das wäre dann ein komplizierterer Bruch. Wir werden es so machen, dass sie halt circa 4 Wochen den Gips hat. Wenn sie dann mit Unterarm schieben, kann sie dann ja langsam schon mal anfangen zu belasten. Ne? Werden wir dann ja mit ein bisschen Physiotherapie dann auch noch mal auf die Beine helfen. Und wenn das alles so problemlos ist, denke ich, kannst du morgen auch nach Hause. Ja? Sag mal, ganz kurz, mir geht die Frau ein. Ehrlich gesagt, mir geht mir nicht aus dem Kopf. Was liegt denn da jetzt genau? Ich hab mich mit dem Zimmer geirrt. Gefällt sie dir etwa oder was? Ach, so ein Quatsch. Naja, gut. Ich denke, sie klären das erstmal untereinander. Ja. Ich komme morgen noch mal vorbei, bevor wir sie da entlassen. Guck mir das Bein noch mal an. Ja, dann sehen wir uns morgen noch mal, falls noch Fragen sind. Vielen Dank für alles. Sprechen wir uns dann. Bis dann, ne? Tschüss. Bis dann. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen bei Patientin Paola keinerlei Komplikationen in Sicht. Doch nur einen Tag später soll alles anders kommen. Noch dazu macht das forsche Verhalten der 13-Jährigen nicht nur das Klinikteam stutzig. Hallo. Na? Ich glaube, der ist schon ganz gut. Super, ja, machst du das. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Sind Sie vergeben? Ich? Ja. Ja, bin ich. Ich habe einen ganz tollen Freund. Schon. Und Sie? Sind Sie Single? Ja, bin ich. Aber ich habe auch gar keine Zeit für einen Freund. Wann kommen Sie denn nach Hause? Ist immer unterschiedlich. Wir haben hier 3 Schichten, früh, spät und Nacht. Da habe ich gar keine Zeit dazu. Wieso, möchtest du auch mal Krankenschwester werden? Nee, ich mag das. So, okay. Was ist hier los? Was stellt denn das für private Fragen? Entschuldigen Sie das bitte. Also, ich weiß auch nicht, alles was gut. ist denn eigentlich gefahren? Ich habe da nur gefragt. Ach, das gehört sich nicht. Als die Paola uns gefragt hatte, ob wir Single oder vergeben sind, klar, es war erstmal eine komische Frage, aber bei Kindern, da kann man mit allem rechnen. Da wundert man sich manchmal, woher die das haben oder wie sie darauf kommen. Was sie damit auch immer vorhatte, ja, das wurde uns dann später klar. Tatsächlich verfolgt die 13-Jährige ein ganz bestimmtes und originelles Ziel. Eigentlich soll die Schülerin gleich entlassen werden. Doch nur kurz nachdem eine neue Patientin das Nachbarbett bezieht, überschlagen sich die Ereignisse. Guten Tag. Guten Tag. Sag mal, Paola, wo ist denn jetzt die Tasche? Papa, genau hinter dir. Ach so, oder? Mein Gott. Dann sind wir also. Ich muss gerade mal auf Klo. Ja? Ach so. Komm, ich helfe dir mal ein Stückchen. Was ist das? Ja, sie macht das so super. Wenn sie gleich gepackt haben und alles fertig haben, wenn die Kleine von der Toilette kommt, dann kommt gleich bestimmt die Ärzte noch mal mit ihnen sprechen. Okay. Wegen der Krankengymnastik, ne? Sie kriegen auch eine Verordnung mit. Dankeschön. Okay, eine Verordnung kriegen sie noch mit, ne? Und oh mein Gott, was ist denn da passiert? Magda, kannst du einmal kommen? Ich bin ausgerutscht. Ist doch das Bein gefallen? Ja. Tut sehr weh. Oh mein Gott. Wir müssen mal gucken, dass wir sie Okay, pass auf. Einmal nicht auf das Bein treten. Das Bein muss oben bleiben. Super. Jemand hat hier nochmal die Hilfe zur Seite.
Plötzlich wurde ich notfallmäßig in Paulas Zimmer gerufen. Sie war mit den Gehhilfen in die Toilette gegangen und da anscheinend gestürzt. Das war natürlich sehr problematisch, denn es konnte jetzt ja zu einem zweiten Bruch oder zu einem Verschieben der Bruchenden gekommen sein. Deshalb mussten wir sie erneut röntgen. Je nachdem, was die Röntgenbilder aufdecken, müsste die 13-Jährige ein weiteres Mal operiert werden. Bis die Ergebnisse vorliegen, widmet sich Dr. Kauderbach Paolas Bettnachbarin Lara, die wegen einer Infektion zur Überwachung auf der Kinderstation liegt. Na, du bist doch schwer beschäftigt hier mit Mama. Krank und dann noch lesen. Ja, ich verstehe das nicht. Also die Voruntersuchung war super und irgendwie seit einer geräumigen Zeit kann sie nicht mehr vernünftig lesen, habe ich das Gefühl. Ich mache mir voll Sorgen schon. Also ich kann mir gar nicht erklären, wie das... Kann das sein, dass sie vielleicht eine Leseschwäche hat? Hat sie in der Schule denn die Buchstaben schon alle gelernt? Normal, ja. Also, sie kommt jetzt in die zweite Klasse. Ja. Also okay. Die Mutter von der Lara hatte ja Angst, dass ihre Tochter eine Leserechtschreibschwäche hat. Kann ich nachvollziehen, dass man sich irgendwann Gedanken macht. Eltern fangen ja auch schon mit genau 12 Monaten an zu schauen, oh, mein Kind kann noch nicht laufen, es geht irgendwas schief. So ist das wahrscheinlich auch in der ersten, zweiten Klasse, es wird immer so weiterlaufen. Aber manchmal sollte man trotzdem dann einfach mal den Arzt fragen, ob alles in Ordnung ist, damit man beruhigt ist. Siehste, dir geht's aber sonst schon viel besser, ne? Die Entzündungswerte sind ja schon viel besser. Gut, wollen wir noch mal gucken. Ich hab ja so ein bisschen meine Vermutung da. Ich bin da echt ratlos. Ich kenne sie so gar nicht. Pass mal auf, wir gucken, wir lesen jetzt auch einmal zusammen, ja? Schau mal, was ist das denn da? Wie heißt denn das? Was ist los? Ja. Pass mal auf, jetzt probieren wir das mal anders. Schau mal, ich halte das mal so und jetzt liest du es mir noch mal vor. Sollst Lara doch aufpassen? Super! So geht das jetzt auf einmal. Ja, also das passt eigentlich ganz gut zusammen. Ich hatte eben schon gesehen, dass sie die Augen so zusammengekniffen hat. Sie hat eindeutig eine Sehschwäche und ich denke, sie ist halt weitsichtig und dann fällt es eben schwer, in der Nähe die Buchstaben zu erkennen. Lara, wieso sagst du mir denn sowas nicht? Weil ich Angst hatte, dir das zu sagen, weil... Ich habe Angst, dass ich dann eine Brille brauche und meine Freunde mich dann hinsetzen. Ach, Lara, es gibt doch so schöne Brillen. Die kleine Lara hatte ja Angst, dass sie eine Brille bekommen wird. Das kann ich natürlich verstehen, denn Kinder sind wirklich fies. Und ja, leider werden Brillenträger oft gehandelt in der Schule. Das wollte sie unbedingt vermeiden. Aber ich glaube, es ist besser so, als wenn sie am Ende nicht lesen kann und sie deshalb gehandelt wird. Und ich habe eben gesehen, du hast auch eine Einhornhose an und mittlerweile gibt es auch Brillen mit Einhörnern. Oh, das ist ja natürlich auch eine super Idee. Du stehst doch so auf Einhörnern. Klasse. Ich denke, da macht er mal einen Augenarzttermin kurzfristig aus, wenn sie dann... Entschuldigen Sie bitte die Störung, ich muss einmal mein Handy kurz holen, beziehungsweise das meiner Tochter. Sie wissen ja, die Jugend von heute... Süße, es gibt ganz schöne Brillen. Ohne Handy geht gar nichts mehr. Ja, das wird voll Tag wünsche ich Ihnen noch. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Ja. Also, ihr werdet mal einen Termin, guck ich mal an, ihr werdet mal einen Termin beim Augenarzt ausmachen, dann schaut ihr mal, was du für eine Brille brauchst und dann sucht ihr eine ganz schöne aus. Und deine Klassenkameraden finden das bestimmt auch ganz cool. Und wenn du dann gut mit ihnen lesen kannst, das ist ja viel besser, als wenn du gar kein Wort erkennen kannst. Okay. Na? Dann macht man einen Termin beim Augenarzt. Ich denke, das können Sie ambulant machen, denn Ihre Entzündungswerte sind ja schon so gut rückläufig, können wahrscheinlich in 1-2 Tagen schon wieder nach Hause. Ja, schön. Und dann macht ihr das. Okay? Ja, prima. Sobald die kleine Lara eine Brille trägt, wird ihr das Lesen keine Probleme mehr bereiten. Gute Nachrichten hat die Stationsärztin einen Tag darauf auch für Teenie-Patientin Paola. Doch das Verhalten der 13-Jährigen gibt erneut Rätsel auf. Hallo. 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 Hallo, Paola. Na? Hallo. Wie geht es dir? Ganz okay, ganz gut. Das ist schön, das freut mich. Dein Röntgenbild ist auch vollkommen in Ordnung. Der Bruch ist zum Glück nicht verschoben durch den Sturz, sonst wäre ich auch gestern ja gleich noch vorbeigekommen. Ja. Die Überwachungswerte waren auch alle in Ordnung. Puls, Blutdruck, Pupillenreaktion, also alles super. Das bedeutet, du kannst heute nach Hause. Toll. Nein, ich kann auch nicht nach Hause. Warum das denn nicht? Warum nicht? Ich habe voll die Kopfschmerzen bekommen. Ja, jetzt ganz gesagt. Plötzlich? Nach dem Sturz im Krankenhaus haben wir Paola ja 24 Stunden überwacht. Es hat sich gezeigt, dass der Bruch nicht
verschoben war und auch die Vitalparameter waren alle völlig unauffällig, sodass ich ihr eben sagte, sie darf wieder nach Hause. Sie sagte auch anfangs, es geht ihr gut, klagte dann aber plötzlich über starke Kopfschmerzen und meinte, sie müsse noch im Krankenhaus bleiben. Das war schon sehr verwunderlich und ich habe mich gefragt, was steckt denn da dahinter? Ach, eben hast du doch gerade gesagt, dir geht's gut. Hm? Unterdrückt? Nein, wer ist das? Blick weg, ist doch egal. Hallo? Bitte? Wie Date? Was für ein Date? Sag mal, Maus, was war das denn jetzt für ein Anruf? Da hat eine Frau angerufen, die erzählt mir irgendwas verwählt, von einem Date. Hat sich bestimmt verwählt. Von einem Date? Irgendwie ein Dating-Online-Portal? Ja, kann ja sein, dass sie sich verwählt hat. Ich weiß nichts von einem Dating-Online, was weiß ich. Also wenn ich jetzt an vorgestern denke, die Frau, die hier aus dem Zimmer ganz entrüstet gerannt ist, da ist doch irgendwas im Busch. Ist gut. Komm, gib mir mal das Handy. Ja, ich bin echt gespannt, du. Bitte, was ist das denn? Single Online, mein Foto? Das ist ein Online-Profil ja, für mich erstellt? Guck mal, auf einer Dating-App? Gucken Sie sich das an. Das ist ja mega peinlich. Hättest du nicht wenigstens ein anderes Foto nehmen können? Warum? Der ist doch lustig. Guck mal, Papa. Seitdem Mama gestorben ist, bist du so, ich weiß nicht, du bist unglücklich, du arbeitest nur, hast vielleicht noch Zeit für mich, aber ich will doch auch, dass du glücklich bist. Oh, Maus, das ist so süß von dir, ja? Aber glaub mir mal eins, der Papa sucht sich seine Partnerin auch gerne selber aus. Natürlich hätte die Paola den Vater erstmal fragen sollen, bevor sie einfach sein Online-Profil auf einer Internetseite erstellt. Aber ich denke schon, sie wollte ihrem Vater nur helfen. Das war ja eigentlich ganz süß von ihr. Sie suchte halt einfach eine Frau für ihren Vater. Ich denke einfach, sie hat schon gemerkt, dass er traurig ist und nicht alleine sein soll. Und sie hat sich insgeheim auch, denke ich mal, eine Partnerin für ihn gesucht und wollte halt einfach wieder eine Familie gründen. Ja, hast du deswegen auch uns gefragt, sag mal? Ja. Jetzt wird einem so einiges klar, ne? Okay. Du suchst für deinen Papa eine Frau. So. Das ist wirklich total lieb von dir. Ich muss auch schon wieder ein bisschen schmunzeln. Also ich bin ja gar nicht so böse, aber... Ist doch süß. Mach das bitte nicht mehr. Wirklich. Also Papa sucht sich seine Dame gerne. Oh, guck mal, Papa. Guck mal, wer da ist. Frau Wiescher. Hallo, Paola. Hallo. 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 Mäuschen. Hallo. Frau Wiescher. Ja, warum strahlst du denn so? Na so. Okay. Aha. Als Frau Wiechert ins Zimmer kam, also die Mutter der kleinen Bettnachbarin, habe ich schon festgestellt, dass Paola ihr so einen lächelnden Blick zugeworfen hat und so ein bisschen zwischen Papa und Frau Wiechert hin und her geblickt hat. Und da kam ja schon so der Verdacht, dass sie da vielleicht auch irgendwas verkuppeln wollte. Sag mal, kann das vielleicht sein, dass du gestern gar nicht wirklich gestürzt bist? Nee, okay, ich hab nur so getan. Wie jetzt die Tasse? Oh. Ja, guck mal, die Frau Wiechert ist so eine liebe Frau. Ich wollte, dass du sie wissen, besser kennenlernst. Deshalb wollte ich, dass wir wissen, länger im Krankenhaus bleiben. Okay, das ist ja witzig. Ja. Naja, ist der Papa sprachlos. Ich bin jetzt echt sprachlos. Also ich kann mir vorstellen, dass die Frau Wiechert mich vielleicht gar nicht kennenlernen möchte. Och, naja, also auf einen Kaffee vielleicht. Warum nicht? Oh ja, ich habe mir schon immer eine große Schwester gewünscht. Oh. Das ist ja süß. Ein Kaffee geht natürlich immer. Also ich würde sagen, Sie beide haben ein Date. Ja, das steht. Steht, okay. Na, ich glaube, wir sind hier jetzt akut nicht mehr gefragt, wahrscheinlich. Nee, die Paola hat alles bekommen, was sie wollte. Ja. Ziel erreicht. Du bist ja wirklich drauf. Also, dann kannst du von uns aus auf jeden Fall nach Hause gehen. Und Date steht, anderen, dann kannst du gehen. Andere Verabredungen können ja dann so weit getroffen werden. Okay? Ja. Alles klar. Okay, vielen Dank nochmal für alles. Danke. Ciao. Wir sehen uns. Ne? Bis dann. Das war ja wirklich ein sehr schöner Moment. Wir haben es geschafft, ein Date zu vereinbaren, beziehungsweise die Paola hat das natürlich eher hinbekommen. Ganz süß fand ich es aber auch, dass die kleine Lara sich darüber gefreut hat, dass sie vielleicht sogar eine große Schwester bekommt. Paolas Verkupplungsstrategie ist am Ende tatsächlich aufgegangen. Ihr Papa ist seit einigen Wochen mit der Mutter von Bettnachbarin Lara zusammen. Dennoch bereut die 13-Jährige, dass sie ihrem Vater und den Medizinern unnötig Sorgen bereitet hat.